Was für ein Ärger gestern Abend. Ich bin hier ja wirklich bekannt für entspannte Videos. Manche Leute schlafen ja sogar dazu ein, haben sie mir gesagt. Und ich finde es auch wichtig, dass man hier sich nicht allzu oft aufregt, nicht allzu aufgeregt unterwegs ist. Aber nein, das hat mich gestern Abend sowas von geärgert, dass mir der gute Kollege Jean-Claude Frick, ja, der hat sich natürlich diebisch gefreut, mir die schlechte Nachricht überbracht hat. Eine meiner allerwichtigsten iOS-Apps wird eingestellt. SwiftKey. Die Tastatur fürs iPhone. Wir müssen ein bisschen ausholen, warum mich das unendlich ärgert. Also, ich bin ja alter Android-Nutzer. Da nutze ich SwiftKey, ja, seit es das gibt. Ich kann mit dieser schlauen Tastatur unendlich schnell schreiben. Die ist so großartig. Ich hatte nie wahnsinnig Freude an iPhones. Erstens wegen dem Knopf unten und wegen der Tastatur. Dann 2014 hat sich alles geändert. Da hat Apple ja die Schnittstelle gemacht, um Fremdtastaturen aufs iPhone zu kriegen. Das Erste, was ich natürlich dann gemacht habe, ist sofort SwiftKey installiert. Mit dem Grund, warum ich dann ja erst ein bisschen Nolens Volens auf ein iPhone umgestiegen bin, halt wegen der Apple Watch. Und mit dem iPhone 10 bin ich ja kompletter iPhone-Nutzer geworden und ich nutze immer SwiftKey. Ich kann damit so viel besser schreiben als mit der Standardtastatur von Apple. Nichts gegen die Standardtastatur von Apple. Wenn ihr damit gut schreiben könnt, ist das sehr wunderbar. Ich habe immer das Gefühl, in Deutsch kann ich damit nicht annähernd so gut schreiben wie in Englisch. SwiftKey dagegen funktioniert für mich in allen Sprachen gleich gut. Da bin ich so rasend schnell, wenn ich tippen muss. Und hin und wieder muss ich auch ganz viel tippen auf dem iPhone. Ist mir auch schon passiert. Ich glaube, es war eine WWDC, als das WLAN so schlecht war, dass ich nur auf dem iPhone den zweistündigen Live-Ticker für den Tagesanzeiger, für die Zeitung, für die ich arbeite, schreiben konnte. Und ohne SwiftKey wäre ich damals aufgeschmissen gewesen. Nein, diese App ist für mich das ist wirklich die App, die mich am meisten nervt, wenn sie weg wäre. Und jetzt lese ich da, sie wird eingestellt. Ganz so dramatisch ist es noch nicht. Aber das machen die ja immer so. Als Johnny Ive ging, hieß es auch, er arbeitet noch ein bisschen für Apple und dann war er doch weg. Und ehrlich gesagt war er ja auch schon vorher ein bisschen weg. Nein, was schreiben sie da bei The Verge? Bla 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 bla. Microsoft will continue to support for SwiftKey Android as well as the underlying technology. Bla bla bla. Ja, das interessiert mich nicht. Ich will's auf iOS, sagt der Produktmanager. For those customers who have SwiftKey installed on iOS, it will continue to work until it is manually uninstalled or a user gets a new device. Ja, man kann es also noch weiter nutzen, nachdem es nächste Woche eingestellt wird. Aber man muss dann halt schauen, dass man es mit jedem neuen Gerät, was man in Betrieb nimmt, wieder rüberrettet mit den Backups. Ich hoffe, das funktioniert dann. Ich habe so mal Monkey Island verloren, als Disney das aus den App Stores verbannt hat. Was mich auch immer noch grausam nervt. Anderer großer App-Ärger. Nein, nächste Woche verschwindet SwiftKey aus den App Stores. An der Stelle noch schnell der obligate Hinweis, wer es noch nicht ausprobiert hat, jetzt ist noch so die allerletzte Chance, um sich das mal anzuschauen. Ich find's wirklich so großartig. Ich kann darauf so schnell schreiben. Ich habe da alles, das Ding ist so trainiert auf meinen Schreibstil. Ich kann darauf hullen und pfuschen und es funktioniert immer. Jetzt kommt das weg. Dabei hat alles so gut ausgeschaut. Ich weiß ja noch, eben da 2014, als das aufs iPhone kam, habe ich mich sehr gefreut. Und dann gab es ja mal Gerüchte, Facebook wolle es kaufen, was ja schlau gewesen wäre, weil Facebook verkaufte gerne Werbung und weiß gerne, was die Leute machen. Und da ist natürlich eine Tastatur ein wunderbares trojanisches Pferd, um ins iPhone reinzukommen. Gerade eine lernende Tastatur. Zwinker, zwinker. Darum habe ich mir damals Sorgen gemacht und dann hat es Microsoft gekauft. Und das hat mich ungemein gefreut. Weil ich dachte, komm, das kleinere der vielen Übeln. Lieber Microsoft hat das als irgendwie Facebook oder noch irgendwas Schlimmeres. Und so bleibt es mir erhalten. Naja, der Zauber hat nicht ewig gehalten. Ich glaube, wann haben sie es gekauft? 16 rum oder so. Und jetzt ist leider futsch, aus, vorbei. Das ist wirklich so ein unglaublicher Ärger. Und ich bin da immer ein bisschen kindisch, wenn mir sowas passiert. Mir ist das nämlich schon mal passiert, dass mir eine unglaublich essentielle App einfach abgedreht wurde. Inbox von Google. Da ärgere ich mich heute noch so unglaublich darüber.
Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Google hatte mal eine experimentelle Alternative zu Gmail. Die hieß Inbox und die war unglaublich gut. Ich bin unglaublich schlecht mit E-Mails. Ich habe immer tonnenweise ungelesene E-Mails, wie ihr hin und wieder seht in meinen Videos. Mit Inbox hatte ich tatsächlich Inbox Zero. Das Ding war so unglaublich gut aufgeräumt, sah schön aus, hat funktioniert, war genau mein Ding. Dann hat es Google auch eingestellt. Einfach so, pfeff, und ja, man kann ja Gmail nutzen und wir bringen vorzu die Funktion da rein. Ja, machen sie, aber es ist immer noch nicht annähernd so gut, wie es damals vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vielleicht 5 Jahre oder mehr. Es war wirklich so unglaublich gut und damals habe ich mich so geärgert, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich mich jetzt revanchieren, und damals habe ich beschlossen, den Chrome-Browser in die Wüste zu schicken. Ich war auch ein großer Fan des Chrome-Browser, ich habe den vom ersten Tag an in der Beta genutzt und alles lief bei mir immer über Chrome auf dem iPhone und auf Windows und auf Android, überall. Und damals habe ich mir gedacht, Retourkutschen-Time, und habe mir Safari beigebracht. Ja, seither bin ich Safari-Nutzer. Das war auch nicht wahnsinnig lustig am Anfang. Inzwischen finde ich es großartig, auf dem iPad hat es sich sogar gelohnt, weil da Safari mit Abstand der beste Browser ist. Naja, jetzt bin ich am Überlegen, was ich da bei Microsoft wegstreichen könnte. Das ist vermutlich die Gelegenheit, um endlich mal mein Office 365 Abo zu kündigen. Weil das brauche ich wirklich nicht mehr. Ich habe es nur noch wegen diesen Terabyte Speichern und ansonsten brauche ich es wirklich nicht mehr. Ja, hin und wieder Word vielleicht. Ja, man sollte da nicht voreilig sein mit so Retourkutschen-Aktion. Da muss ich mir noch was überlegen. Auf jeden Fall, wer auch SwiftKey nutzt, ab sofort absolute Vorsicht, dass man da die App auf dem iPhone nicht verliert, wenn man ein neues iPhone installiert. Ist aber auch fies von Microsoft, das just in der iPhone-Update-Saison zu machen. Wirklich nicht sehr cool, Microsoft. Ich hoffe, da gibt's noch irgendeine Gnadenfrist. Sie ändern die Meinung nochmal. Sicher nicht wegen dem Video hier, aber vielleicht, das ist ja noch häufig so, wenn etwas dann ein bisschen für Ärger sorgt, gibt es ja immer ein bisschen Aufschub. Aber ich glaube, das sorgt eben auch nicht für wahnsinnig Ärger, weil Firmen schaffen solche Sachen auch ab, weil es einfach niemand nutzt. Google hat das natürlich auch gesehen damals mit Inbox. Es gab ein paar Fans davon, aber die große Menge hat es halt auch nicht genutzt. Und das ist halt immer das Frustige an diesen Großkonzernen, die so viele Produkte haben und immer mal wieder ein bisschen ausmissen und aufräumen müssen. Und ja, und wenn es dann mich erwischt, ist es umso doofer. Nein, so ein unglaublicher Ärger. Das hat mich wirklich so genervt. Immerhin muss man sagen, es ist jetzt alles ein bisschen besser geworden mit der iPhone-Tastatur, seit sie haptisches Feedback hat. Habe ich ja auch mal im Video gezeigt, aber ich kann es euch nochmal schnell zeigen. Das ist so das Trostpflaster. Man geht hier auf Einstellungen, Töne und Haptik. Das ist ein bisschen unintuitiv. Es ist unter Töne und Haptik versteckt, nicht unter Tastatur. Und da gibt es Tastaturfeedback, Haptik. Da kann man das jetzt ein bisschen rüber retten, das alte SwiftKey-Schreibgefühl. Weil SwiftKey hatte schon ganz früh haptisches Feedback auf dem iPhone für die Tastatur und das war so gut. Ach Mann. Ja, ich nerve mich gewaltig. Wie sieht es bei euch aus? Aber das muss jetzt heute Morgen mal raus. So, wie sieht es bei euch aus? Schreibt mir doch in den Kommentaren, ist euch Schnurz, wir haben das noch nie genutzt, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich bin wirklich gespannt, ob ich da der Einzige bin, der einsame Rufer im Walde oder Nebel oder hier aktuell im Regen, der sich da grausam darüber ärgert. Nein, so ein Ärger. Eine meiner, ist immer die App, die ich als erstes installiere bei mir und bei Leuten, denen ich iPhones einrichte. Und so ein Frust. Also, Kommentare für Meinungen, falls das Video trotzdem gefallen hat, obwohl ich mich ausnahmsweise mal sehr geärgert habe. Daumen nach oben, falls ihr findet, wir wollen wieder den fröhlichen, entspannten Raphael. Daumen nach unten, keine Sorge, der kommt wieder. Und falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen, dann verpasst ihr auch nicht das nächste Video, wo ich mich dann wieder über etwas freue, keine Sorge. So, und ich gehe mich jetzt still und heimlich noch ein bisschen weiter ärgern.